reiche Ernte und keine Abnehmer. Ja, meine Konsequenzen bzw. Möglichkeiten, die ich daraus ziehe, um mein überschüssiges Obst und Gemüse loszuwerden. Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder bei diesem wunderbaren und sonnigen Tag eingeschaltet habt. Und ja, wie ich schon in der Einleitung erwähnt, ja, ist jetzt so ziemlich die Hochsaison und bei mir, ja, kommt alles auf einmal. Sehr viele Gurken, Zucchinis, Tomaten, einfach eine wunderbare, reiche Ernte. Ich habe sehr viel Überschuss, aber leider fehlen mir so ein bisschen die Abnehmer auch und das finde ich halt persönlich sehr schade, dass halt das Zeug dann mehr oder weniger nicht verarbeitet werden kann dann oder schlecht wird. Und ja, das ist halt für mich so, für die ganze Arbeit so, das Ackern, dass es dann mehr oder weniger auf den Kompost kommt, sehr schade. Und da ist es halt so, dass ich jetzt dann auch einfach angefangen habe, auch meine Sachen zum Beispiel bei der Tafel zu verschenken, einfach Bedürftigen geben, einfach ja, eine Spende, weil zum Beispiel bei den Zucchinis, da habe ich wirklich sehr, sehr viele. Also ich habe mal zum Beispiel ein Bild von meinem Kofferraum gemacht, das kann ich mal euch einblenden und das ist vielleicht ein Viertel oder ein Drittel von der Ernte, die ich habe. Das gleiche auch bei den Gurken und ja, wie gesagt, dann gebe ich es einfach, weil die meisten Leute entweder selbst einen Garten haben oder ja, einfach nicht so viel benötigen und ich halt noch nicht ja, so bekannt bin in Städten und allgemein halt auch nicht die Zeit habe, zum Beispiel ja, das ganze marketingtechnisch auch auf die Beine zu stellen, weil ja, Permakultur ist auch hier so eine richtige Arbeit, also da so in einem Garten mit der Hand alles zu machen in der Hochsaison, auch gießen, ernten, da bleibt jetzt nicht wirklich viel Zeit und dann noch YouTube und alles, der, ja, das alles richtig loszuwerden ist halt schade und deswegen habe ich das jetzt einfach so in die Erwägung gezogen, dass ich sowas auch gemeinnützigen Organisationen einfach spende, was auch für mich eine kleine Überwindung auch ist, weil, ja, wie gesagt, eine sehr schwierige Lage für mich und ja, das einfach hergeben ist schon eine harte Kost zu probieren, aber das sind halt so Entwicklungsphasen für mich und auch, ja, einfach Lernphasen. Man muss, ja, wie gesagt, ich strebe ja auch so anarchistisches Lebensweise an, wo jeder einfach das gibt, was er ja, zu geben kann, der Gesellschaft. Und das ist halt, man möchte halt auch der Wandel sein, den man selbst sehen möchte. Und ja, kann man einfach nichts machen. Ich werde einfach weitermachen, mein Zeug auch weiter und die Leute bringen, mich natürlich auch selbst daran erfreuen und auch meine Eltern tun fleißig einkochen und ja, einfrieren und ja, dann werde ich einfach mal schauen, wie es halt so weitergeht. Es ist einfach so, ja, ein kleines Update und was ich ja halt jetzt hier so mit der reichen Ernte auch alles mache und ja, das sieht man einfach, was dann einfach von den Leuten zurückkommt. Wenn ich ihnen etwas schenke, dann ist es wenigstens etwas, dass sie halt ein Lächeln mir zurückgeben für meine Arbeit, die ich da halt auch ja, mit liebe und was ich da alles in der Woche reinstecke, auch wenigstens etwas ja, entlohnt oder beziehungsweise belohnt wird. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch auch einfach eine wunderbare und reiche Ernte bei euch im Garten. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Einen Daumen nach oben, Daumen nach runter. Ein Kommentar wäre auch natürlich schön von euch zu lesen. Und erzählt natürlich auch euren Freunden und Bekannten ja, über mein Projekt. Würde mich auch natürlich sehr freuen und auch sehr unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten, ja, im nächsten Video, in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.